Ja, liebe Wohnmus-Freunde, hier bin ich wieder. Und warum grinse ich so auf dem Bild? Weil es mir gut geht. Weil ich es mir gut gehen lasse. Weil ich bin auf dem Campingplatz oder Wohnmobilstellplatz Touriscampo. Also das ist ein Wohnmobilstellplatz, Campingplatz, Bungalowpark, irgendwie alles in einem. Es ist ein Platz, den ich vor Jahren schon mal besucht habe. Der Charakter hat sich etwas verändert. Er wird immer luxuriöser. Es gibt mittlerweile mehrere Pools hier, aber ich zeige euch das Ganze jetzt erstmal hier von oben. Also wenn man von der Straße kommt, stehe ich hier im unteren Bereich, der ist noch relativ flach. Und dann geht es hier so ein bisschen den Berg hoch. Der Platz ist also im mittleren Bereich etwas terrassenförmig angelegt, weil er da doch relativ steil den Berg hoch geht. Hier auf der linken Seite seht ihr den Pool und dahinter gibt es mittlerweile einen zweiten Pool. Da ist hier noch Baustelle, hier bei Google Earth seht ihr, hier ist noch Baustelle. Aber mittlerweile ist da eine Halle mit einem verschiebbaren Dach, mit einem Indoor-Pool. Und im Sommer wird der dann wohl aufgemacht, aber jetzt, wo es noch etwas kühler ist, ist es geschlossen. Muckelig warm da drin, oder kann man dann schwimmen gehen. Und hier im oberen Bereich gibt es also große Bereiche mit allen möglichen Bungalows, die man mieten kann. Und dahinter auch wieder Bereiche, die zum Campen geeignet sind. Also es gibt recht große Stellplätze, auch für riesige Wohnmobile teilweise, die man hier hinstellen kann, mit Slide-Outs und so weiter, habe ich hier gesehen, seht ihr dann gleich. Und wie ihr seht, sieht das Ganze hier so ein bisschen, ist das Ganze hier so ein bisschen eben am Hang gelegen und so ungefähr 5-6 Kilometer von Gnaros entfernt. Hier seht ihr das, wie das ein bisschen am Hang liegt. Hier nochmal eine Draufsicht auf den Lageplan mit den verschiedenen Bereichen des Platzes. Ja, und dann würde ich sagen, geht's mal los hier mit der Platzvorstellung. Ganz am Anfang gibt es sofort großzügige Parkmöglichkeiten. Da habe ich auch mein kleines Mietauto hingestellt. Und es gibt natürlich ganz modern auch schon Bereiche für E-Autos, also die E-Mobilität hat hier auch schon Einzug gehalten. Es gibt auch eine Ladesäule. Ja, und hier seht ihr mal den neuen Indoor-Pool, also super klasse, so als kleines Eröffnungsschmankel hier für euch, damit ihr euch dann mal vorstellen kann, welcher Luxus hier auf diesem Campingplatz herrscht. Hier geht es rein in den Wellnessbereich. Da habe ich mir heute eine Massage gegönnt. Das gibt es hier sogar auch. Und hier sind wir mal im mittleren Bereich des Campingplatzes, der so etwas terrassenförmig angelegt ist. Es ist also alles wunderschön angelegt. Überall gibt es mal so kleine Gartenanlagen mit ein paar Palmen, überall Wasserstellen. Und das Ganze ist durchmixt mit Stellplätzen und mit eben Bungalows. Und es gibt verschiedenste Arten von Bungalows. Wie die sich im Detail unterscheiden, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich gibt es da auch Preisunterschiede von der Größe und vom Luxus, der da drin so geboten wird. Hier seht ihr mal so einen riesen Liner, da gibt es also auch Plätze für die großen Morelos und so weiter. Und das Ganze, wie gesagt, terrassenförmig angelegt und echt ein super Campingplatz. Und jetzt im Winter inklusive Strom einen schönen VIP-Stellplatz habe ich ganz unten in der Nähe des Supermarktes, schön gerade, schön groß. Und kriegt man noch ein Auto mit beigestellt und was man eben so braucht für 28 Euro. Ja, hier bin ich mal ein bisschen oben auf dem Campingplatz. Da oben ist alles noch so ein bisschen ursprünglicher, noch so ein bisschen wilder. Die Plätze sind nicht ganz so pickefeine hergerichtet, aber das macht auch nichts. Und im hinteren Bereich gibt es dann auch noch schöne große Plätze, wo man sich mit größeren Wohnmobilen hinstellen kann, also kurz vor Ende des Campingplatzes, also etwas verschwungene Wege. Ja, hier mein Blick rein in eines der Sanitärgebäude, also alles picobello. Ihr seht hier die schönen Waschbecken mit Blumen dekoriert. Die Toiletten sind picobello sauber, es ist alles ganz neu. Die Duschen sehen entsprechend super aus, also was will man eigentlich mehr? Also die Plätze sind alle durchnummeriert und parzelliert, also man kann also auch reservieren, es ist natürlich selbstverständlich. Und man bekommt dann eben von der Rezeption Vorschläge, auf welche Plätze man sich stellen kann. Für den Zeitraum, den man eben möchte. Und
Es gibt hier sogar eine Station, wo man seine Tiere waschen kann. Also ich denke mal hauptsächlich Hunde, die man dann hier waschen kann. Es gibt großzügige Räumlichkeiten zum Wäschewaschen, also für die Handwäsche oder auch mit Waschmaschinen, Wäschetrockner. Und eben alles, was man so von zu Hause auch kennt, wird einem hier geboten. Ja, die Duschen haben alle einen Vorraum, auch teilweise mit Sitzgelegenheiten oder so Klappbänkchen, um was abzulegen. Es gibt sogar im unteren Sanitärgebäude, habe ich das gesehen, also da unten, wo ich stehe, richtig kleine Badezimmer mit eigener Toilette und Waschbecken und Dusche, wo man dann eben ein ganzes kleines Badezimmer für sich hat. Das kostet nichts extra, da kann man einfach reinlaufen, wenn es denn frei ist. Hier seht ihr mal das große Schwimmbad, was es da in der Nähe des Eingangs gibt. Also direkt dahinter ist das Schwimmbad und da gibt es dann auch ein großes Restaurant und eine Snackbar direkt am Schwimmbad. Selbst die WC-Toilettenentsorgung ist erstklassig. Ihr seht das hier, Top-WC-Toilettenentsorgung mit Waschbecken, separaten kleinen Duschen, um dann alles wieder sauber zu machen oder die WCs nochmal durchzuspülen. Also auch alles picobello, ganz anderer Standard, wie man es dann teilweise woanders her kennt, wo die WC-Toilettenentsorgung dann teilweise immer so etwas stiefmütterlich ist. Ja, hier unten ist noch der Supermarkt und der Supermarkt sieht noch genauso aus, wie ich ihn kenne von meinem letzten Besuch hier und der war 2010, das ist ja schon ein paar Jahre her, aber der Supermarkt hat sich, glaube ich, nicht verändert. Ja, die ganzen Sanitärgebäude sind alle behindertengerecht erreichbar, es gibt also überall Rampen, wo man also auch als Behinderter die Räumlichkeiten gut erreichen kann, alles schön schräg, kann man schön hochfahren. Mit dem Rollator oder auch mit dem Rollstuhl. Es gibt hier eine Muckibude und hier in dieser Muckibude muss der ganze Strom erzeugt werden, den man zum Beheizen der Pools benötigt. Also wird er nicht getrampelt, da oben sind die Pools kalt. Also das muss man wissen, das ist hier einfach so. Also es ist also jeder irgendwie verpflichtet, da oben ab und zu mal ein bisschen Strom zu machen, damit die Pools im Winter warm sind. Es gibt auch ATMs hier, um sich ein bisschen mit Cash zu versorgen. Hier direkt am Supermarkt und der Supermarkt liegt, wie gesagt, direkt hier an der Rezeption. Der alte Checkpoint Charlie ist noch da, wird aber, glaube ich, nicht mehr benutzt hier am Eingang. Und dahinter, wie gesagt, die große Poollandschaft und hier links dann der Spielplatz und dahinter ist der Supermarkt, noch so schön, wie ich ihn von früher kenne. Hinterm Supermarkt große Wohnmobilentsorgung, kommt man auch mit einem großen Schiff drauf, in der Mitte eine schöne Rinne, wo man dann das Wasser ablassen kann. An der Seite dann nochmal ein kleines Chemietoilettenentsorgungsklöchen unter dieser Klappe. Und dann gibt es hier natürlich Frischwasser und auch eine kleine Dusche, um sich seinen Kanister durchzuspülen. Und direkt hinter dieser Entsorgungsstation beginnt dann Dschungelland. Und ich nenne das einfach mal so hier Jungle Land. Das ist also ein Bereich, der ist mit lauter Mietbungalows ausgestattet. Und dazwischen gibt es so eine Art Dschungel mit Kunstrasen und kleinen Pools, wo man dann sich unter Palmen in den Pool legen kann und kann das Leben genießen. Besonders im Sommer stelle ich mir das top vor, wenn man so richtig bei 40 Grad im Schatten dann mal eben hier in seinen kleinen Privatpool jumpen kann und sich dann abkühlt. Also hier gibt es wirklich alles auf diesem Wohnmobilstellplatz, Campingplatz und Bungalowpark. Also wirklich der Luxus pur, wer es denn braucht. Und ich brauche es im Moment, weil ich hatte nämlich die dicke Erkältung und bin froh, dass ich hier bin. Für die Jürgens dieser Welt oder besser gesagt für die Pool-Spieler dieser Welt würde ich natürlich sagen, also mein Freund Jürgen, der spielt Pool, deswegen ist es ein Platz für die Pool-Spieler und für den Jürgen. Den gibt es hier natürlich auch und hier wurde schon ein spannendes Match ausgetragen. Also welche Kugel jetzt am nächsten war, konnte ich aus der Entfernung jetzt nicht erkennen. Aber wer hier länger ist, findet hier garantiert auch Partner fürs Pool-Spielen. Es gibt dann auch noch einen Platz, wo man ein bisschen Basketball spielen kann oder auch Volleyball. Also links und rechts gab es Binne, da kann man dann auch noch ein Volleyballnetz aufspannen, so wie ich die Sache sehe. Und ja, eigentlich gibt es hier irgendwie alles,
was man für einen gelungenen Urlaub braucht. Und jetzt im Winter finde ich für diesen Platz inklusive Wummelstellplatz, inklusive Strom und inklusive Schwimmbad, Indoorpool und allen anderen Annehmlichkeiten 28 Euro, finde ich, kann man nicht meckern. Und wenn man länger bleibt, gibt es sogar Rabatte. Also ich denke mal, dann steht man hier auch für 25 Euro oder vielleicht auch so noch für noch ein bisschen weniger. Also ich denke, gibt es auch sehr, sehr viele Leute, die hier lange stehen. Also alleine in der Ecke, wo ich jetzt mein Wohnmobil stehen hatte, auf Platz Nummer 103, da stand neben mir ein Finne, darüber stand ein Norweger, daneben stand ein Schweizer, daneben zwei Leute aus England, daneben noch zwei Leute aus England. Also hier gibt es wirklich ein gemischtes Publikum, wäre international, das finde ich super. Ja, also ein Top-Platz. Wer nach Laros kommt, sollte diesen Platz mal testen. Und dann gibt es hier noch diese super Sonnenuntergänge. Jo, ich würde sagen, das war's für diese Platzvorstellung. Dann war jetzt mal gut, ne? Bis zum nächsten Mal und tschüss.